Das Leben ist wie ein Spiel. Es kann nur rückwärts verstanden und vorwärts gelebt werden. Jedes Spiel hat einen Anpfiff und einen Abpfiff. Du spielst nur gegen dich. Du musst niemandem etwas beweisen. Deinen größten Feind trägst du in dir selbst, in deinem Verstand. Den längsten Weg, den du in deinem Leben gehen kannst, ist der Weg von deinem Verstand zu deinem Herzen. Ich coache Kinder bis junge Erwachsene. Warum? Willst du die Welt verändern, musst du mit der Jugend arbeiten. Warum ich die Welt verändern möchte? In der Vergangenheit kannst du deine Berufung erkennen. Es gibt immer mehr Scheidungskinder. Der Mensch wird immer älter, aber immer früher krank. In keiner Lebensphase sind Menschen anfälliger für Probleme als in der Kindheit und Jugend. Den größten Feind trägst du in dir selbst. Kennst du den Moment, wenn du scheiterst, weil du mental zu schwach bist? Wenn der Druck für dich zu groß wird? Eltern haben nicht mehr die Zeit für ihre Kinder wie früher. Einem Kind fehlt oft nur einen Erwachsenen, der an ihn glaubt. Das bildet Glaube an sich selbst, Selbstvertrauen. Was ist stärker? Das Talent oder der Glaube an sich selbst? Der Wille oder der Glaube an sich selbst? Hast auch du zu wenig Selbstvertrauen oder Motivation? Sind deine Ängste noch zu groß? Was glaubst du? Warum bist du hier? Was ist dein Seelenplan? Mensch, ärgere dich nicht. Wenn dein Schiedsrichter dein Spiel abpfeift, zählt nur eins. War ich glücklich? War ich erfolgreich? War ich reich an Erkenntnissen und Erfahrungen? Werde Spielführer. Entwickle Spielstärke.